Bei uns im Studio darf ich nun recht herzlich begrüßen Vater und Sohn Fritz Ettlinger mit Sohn Niklas Ettlinger und somit herzlich willkommen. Okay. Der Grund eures Besuches bist du, Niklas. Niklas, zu dir gleich mal, wer bist du, wo kommst du her, stell uns dich vor. Ja, also ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus Neufurt. Was gibt es noch zu sagen zu mir? Ich mache eigentlich schon Sport, seit ich eigentlich geboren worden bin, so würde ich jetzt mal sagen. Und, ja. Spielt natürlich der Vater eine große Rolle mit der sportlichen Geschichte, die ja dich schon auch dein ganzes Leben begleitet. Wenn man den eigenen Sohn trainiert, wie ist das? Es stimmt so. Unsere Familie ist überhaupt sehr sportlich. Also von der Mama angefangen, über die Tochter bis zum Junior. Und ich betreue ihn ja seit Geburt sozusagen. Und im Alter von 2 Jahren haben wir begonnen mit Eltern-Kind-Turnen und haben sehr vielseitig gearbeitet, die Jahre. Und dann ist eben das herausgekommen, was momentan da neben mir steht. Und das ist ja nicht irgendwas, sondern du kannst ja mittlerweile auf doch einige Erfolge zurückblicken. Dazu von dir. Ja, also bin ich besonders stolz auf das Jahr, weil ich das Jahr in der Halle österreichischer Meister geworden bin, U18 im Hochsprung. Und weiteres die Einberufung ins Jugendnationalteam im Volleyball bekommen habe. Ja. Aber nicht nur das, weil du hast ja schon früher angefangen, zum Beispiel Mehrkampf, haben wir im Vorgespräch schon gehört. Du bist generell sportlich eher das Allround-Talent, wenn man so sagen darf. Ja, ich mache eigentlich sehr viel Sportarten. In meiner Freizeit spiele ich auch gern Basketball, Tischtennis, Badminton, so Sachen. Aber die zwei Sportarten, die mir halt am meisten taugen, habe ich mir ausgesucht, mit Volleyball und mit der Leichtathletik. Und ja, bei denen möchte ich ja noch gescheit was erreichen. Das ist auch so eine Grundthematik von dir. Allround, generell Bewegung als Ganzes zu sehen und nicht ein Teil einer Sportart oder zum Beispiel nur das Laufen zu forcieren. Für mich als Trainer war das einmal eine große Motivation aus nicht so talentierten Jugendlichen, und er ist ja in einer Gruppe aufgewachsen, durch gezieltes, gutes Training einmal so weit zu kommen, dass man in Österreich top ist. Und das ist heuer gelungen und das freut mich ganz besonders. Also ein typisches Training schaut bei dir wie aus? Auch in der Kraftkammer, wie kriegt man das mit der Schule unter einen Hut? Ja, schulisch bin ich bestens versorgt. Wir haben ein Modell mit der HAK Amstetten, einen Leichtathletik-Schwerpunkt, bei dem ich 3-mal in der Woche trainieren kann, einmal Vormittag, 2-mal Nachmittag, bei dem ich auch beim Lernen unterstützt werde, zwischen den Trainings. Also das haut alles so weit hin. Und mich freut es als ehemaliger Lehrer, dass ich noch in der HAK sozusagen mitarbeiten darf und dort die Leichtathletik betreuen kann. Wir wärmen eigentlich sehr spielerisch auf. Das heißt, in der Gruppe spielen wir Basketball, Hockey. Dann eben der Hauptschwerpunkt vom Training, koordinative Sachen. Ja. Alles, was ein bisschen zu Sport und Bewegung dazugehört. Auch Tennis und Tischtennis und alle Arten von Sportarten. Aber dein Hauptaugenmerk, man kann es lesen, da ist natürlich Leichtathletik. Ne? Dabei, gibt es da was, wo du sagst, das ist jetzt genau meins, oder siehst du Leichtathletik als Überbegriff? Ja, ich habe jetzt eben schon sehr viele Jahre alles gemacht, Mehrkampf gemacht, alle Disziplinen durchgemacht. Im Endeffekt ist dann eben der Hochsprung rausgekommen, als Disziplin, wo ich mich am wohlsten fühle. Und Hürdenlauf mache ich auch sehr gern. Also da gehöre ich auch in Österreich zur Spitze dazu. Ja, auf die konzentriere ich mich jetzt hauptsächlich. Österreich Spitze, auch gerade im Hürdenlauf, da gibt es bei dir schon etwas länger zurück einige Punkte. Ja, das ist so, dass ich ja in den 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts schon Leichtathleten trainiert habe. Und eine dieser Leichtathletinnen, die Gerda Haas, hat bis heute noch den österreichischen Rekord über 400 Meter Hürden. Der besteht seit 1986 mit 56,86 Sekunden. Seit dieser Zeit hat noch niemand das geschafft, die 400 Meter Hürden schneller zu laufen. Und eine zweite Athletin war noch, die Dagmar Hölbel, die mit 11,98 heute noch die Schülerbestleistung über 100 Meter
hält. Man ist natürlich als Vater und Trainer dann auch etwas stolz, wenn man den Sohnemann als österreichischen Meister betiteln darf. Ja, es ist ja gar nicht so einfach, weil für österreichische Meisterschaft muss man sich ja auch qualifizieren. Ja. Man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, jetzt bin ich da und mache mit. Man muss zuerst Qualifikationswettkämpfe bestreiten, damit man überhaupt mitmachen darf. Und dann ist die Konkurrenz ja nicht allzu klein. Die können alle so gut springen wie er. Er hat halt diesmal das Glück gehabt, dass er der Tüchtigste war und mit 1,88, das ist eine gewaltige Höhe, hat also seine Körpergröße um einige Zentimeter übersprungen und das war ein ganz, ganz toller Wettkampf. Mhm. Beim Volleyball tut sich auch einiges. Wie gesagt, die Einberufung ins Jugendnationalteam, mit dem Verein sind wir derzeit auch super unterwegs. Mit dem niederösterreichischen Kader habe ich gespielt. Jetzt erst, passt eigentlich alles. Wo geht's hin? Was sind deine persönlichen Ziele nach deinen bisherigen Erfolge? Naja, also wir zwei sind jetzt natürlich schon voll in der Vorbereitung für die Freiluftsaison des Jahres. Da wollen wir natürlich schauen, dass wir diesen Erfolg wiederholen können, den Staatsmeistertitel. Und was gibt es noch für Ziele? Naja, eins steht ja schon fast in den Startlöchern, und zwar am 18. und 19. Juni 2016 die Staatsmeisterschaft. Ja, richtig. Wir haben die Innenstädten im Unterstadion und wir haben auch mehrere Athleten, die dort sehr viel erreichen können. Also ich freue mich schon drauf. Wir ebenso. Und was da auch wünscht, habe ich im Vorgespräch schon herauskitzeln können. Gerade beim Volleyball gibt es natürlich auch Ziele. Ja, sicher. Also man träumt natürlich immer davor, ins EM-Nationalteam zu kommen. Das ist natürlich das große Ziel, was jeder hat, der bei uns spielt, schätze ich mal. Und ja, auf längere Sicht ist das sicher was zu erreichen gibt. Aber auch in näherer Zukunft gibt es dann schon einen Terminpunkt, den wir sicher auch erwähnen dürfen. Die U17 österreichische Meisterschaft auch in Amstetten, und zwar am 14. und 18. Mai, soweit ich das jetzt weiß. Ja, das ist richtig, und wir erzählen da auch, das darf ich so sagen, zu den Titelfavoriten. Ja. Und ich schätze mal, wird ein gutes Turnier und wir werden alles geben, dass wir unseren Titel verteidigen können. Dazu natürlich von unserer Seite toi toi toi. Natürlich auch für die Zukunft alles Gute und viele Erfolge. Auch dir danke für den Besuch. Dankeschön. Und Ihnen, liebe Zuschauer, ebenfalls danke fürs Dranbleiben und nicht vergessen, mit uns sind Sie im Bild. Der Sport auf M4 präsentiert von Intersport Wenninger. Sport to the people.